Würden Sie den Eingriff durchführen, Dr. Jung? Sie haben damit die meiste Erfahrung. Mama, du hättest da vorher mit mir drüber sprechen müssen. Ich habe alles mit Thomas besprochen. Lukas ist unser Kind. Er ist aber auch mein Bruder. Markus, bitte jetzt nicht. Lass uns in Ruhe abwarten. Statt zu mir zu kommen, statt mir zu vertrauen, schleppst du irgendwelche wildfremden Ärzte an, die sein Leben riskieren? Und? Lukas schläft noch, aber ich denke mal, er ist über den Berg. Ich habe halt gedacht, so ein paar Medikamente fallen nicht auf, wenn sie in so einer riesen Klinik fehlen. Ich habe die Medikamente gestohlen. Lukas, warum? Hast du dich eigentlich schon entschieden, wen du als leitenden Oberarzt einstellst? Wie lange willst du deinen Sohn noch warten lassen? Darf ich vorstellen, Dr. Stefan Jung, Dr. Markus Lindner. Zuerst hätte es die Traumhochzeit des Jahres werden sollen. Dann nur eine ganz normale Hochzeit. Und jetzt findet es gar nicht mehr statt. Marie, ich liebe dich mehr als mein Leben. Willst du mich heiraten? Ja, Markus, ich will. Ja, weißt du, ich hab da so einen Späßel als einen Freund. Und der kennt jemanden, der wiederum einen kennt. Und mit deinen Freunden und mit deinen Späzels. Ja, aber schau her, Markus, das System funktioniert doch. Hä? Marie, guck mal hier. Schau mal, was uns Opa besorgt hat. Nachdem so viel schiefgegangen ist und die Hochzeit ist sogar verschoben worden, haben wir halt gedacht, da muss einmal richtig gefeiert werden. Was sagst du? Ja, also an der Kutsche ist alles original. Kein billiger Nachbar. Hä? Sie ist wunderschön, Alois. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das zu uns passt. Wie bitte? In einer weißen Kutsche vor einem Traualtar? Romantischer geht's doch gar nicht. Zugegeben, ein bisschen kitschig. Ja. Ich weiß ganz genau, warum du mit mir in der offenen Kutsche durch die Stadt fahren willst. Du willst einfach nur jedem zeigen, dass wir ab sofort verheiratet sind. Das ist es. Du kennst mich doch jetzt langsam, oder? Meins. Alles meins. Ja, ich kenn mich genauso. Opa, pack ein, ist gekauft. Kaufen brauchst du die Kutsche nicht, ne? Du, mit zwei Weißbier und einer schönen Schweinsachsen ist mein Freund höchst zufrieden. Ihr macht es schon. Ich muss los. Ich wollte noch ein bisschen zum See fahren, den Kopf freipusten. Opa, sag mal, du hast nicht noch einen Freund, der irgendwie einen Spitzel hat? Ja, zwei Schimmel. Pass mal auf, Markus. Mit einer schönen Brotzeit und einem Fassel Bier kannst du in Bayern fast alles bewerkstelligen. So? Ja. Verkehrsunfall. Bewusstlos, intubiert und beatmet. Verdacht auf innere Verletzung. Puls steigt auf 160. Auf 3. 1, 2, 3. Mesut, wo bleibt der Ultraschall? Na komm. Die Hölle, zu viel Blut. 1000 Ringer, 500 Milliliter Häs. Ultraschall bereit. Pupillen seitengleich. Keine Schädelverletzung. Perforierte Milz, Schnitt in der Bauchdecke. Brauchst du mich noch? Ja. Ich kümmere mich darum, dass die Angehörigen benachrichtigt werden. Shirley, ich brauch dich im OP. Die Anästhesie kann auch ein Kollege übernehmen. Die Patientin ist schwanger. Oh. Schwanger? Bei den Verletzungen? Plus minus eine Woche. Vierter Monat. Uterusruptur. Ich hätte dich wirklich gern dabei. OP3 klar machen, ich brauche einen Tisch. Klar. Kannst du
Kannst du beide retten? Keine Ahnung. Herr Dr. Jung, ich dachte, Sie sind längst in Heidelberg. Borowski und ich haben gestern Abend noch ein bisschen Abschied gefeiert. Jetzt brauchten Sie ein bisschen frische Luft. Und viel Wasser. Hm. Was haben Sie jetzt eigentlich vor? Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht gehe ich wieder ins Ausland. Hm. Zurück nach Haiti? Na, nach Haiti auf gar keinen Fall. Ich muss, möchte noch mal ganz von vorne anfangen. Warum eigentlich nicht hier? Ich meine, Sie sind doch ein großartiger Arzt. Hier hält mich nichts. Und? Wie läuft's mit der Hochzeit? Gut. Wir fahren jetzt in einer weißen Kutsche zum Altar. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ist das eher romantisch oder kitschig? Wir sind in Bayern. Ah, was frage ich? Ich muss auch schon wieder los. Ja, dann also, machen Sie es gut, Frau Dr. Egger. Machen Sie es besser, Herr Dr. Jung. Wie du weißt, tue ich mir schwer, sowas zu sagen, aber ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist. Das klingt ja fast wie ein Kompliment. Nimmst du dir die Geschichte ab? Vicky, das Hämatom über ihrem Auge. Dass sie gegen eine offene Tür gelaufen ist? Ich bitte dich, natürlich nicht. Aber gesagt hast du ihr das nicht. Du kennst sie doch, das hat doch sowieso keinen Sinn. Sie ist deine Tochter, wie kann dir das so egal sein? Ach ja, das ist ja klar. Wenn es schwierig wird, dann ist sie auf einmal wieder meine Tochter, hä? Überhaupt hätte ich nichts dagegen, wenn du dich nicht nur um deine Patienten kümmern würdest, sondern auch mal 5 Minuten am Tag an deine Tochter denken würdest. Hm? Natürlich mache ich mir Sorgen. Was denkst du denn? Aber wenn wir jetzt Druck machen, dann macht sie ganz zu und dann erfahren wir gar nichts. Ich liebe unsere Tochter. Das weiß ich, Roland. Du liebst sie sogar sehr. Aber deine Patienten liebst du mehr. Was ist denn jetzt? Brauchen Sie noch Unterstützung? Von Ihnen? Lustig. Ich habe schon mehr vergessen, als Sie je lernen werden. Arrogantes Arschloch. Ihr Sohn hat die Medikamente gestohlen? Ja. Die Beurlaubung von Dr. Wilson habe ich aufgehoben. Und diese Raumpflegerin? Frau Stölzl. Sie dachte, dass es ihr Sohn gewesen wäre. Sie wollte ihn beschützen, das ist alles. Nicht unbedingt ein Argument dafür, sie wieder einzustellen. Machen Sie es einfach. Ausgerechnet Ihr Sohn. Da war der Verwaltungsrat doch bestimmt überrascht, davon zu hören. Oder haben Sie den noch gar nicht informiert? Das werde ich in Kürze tun. Sicher nicht leicht für Sie. Wenn Sie wollen, dann kann ich das gern für Sie übernehmen. Danke. Das mache ich schon selbst. Da fragt man sich natürlich, was in der Welt hat Lukas dazu getrieben, so einen Mist zu bauen? Gibt's sonst noch was? Ja. Die Stelle des leitenden Oberarztes ist immer noch nicht besetzt. Ich werde in den nächsten Tagen meine Entscheidung treffen. Ich verstehe nicht, warum Sie sich so schwer damit tun und nicht einfach Ihrem Sohn Markus die Stelle geben.
Und ich verstehe nicht, warum Sie sich darüber Gedanken machen. Markus ist ein großartiger Chirurg. Genauso wie seine Mitbewerber Dr. Bergmann, Dr. Frank, Dr. Jung. Hören Sie. Stefan Jung ist ein hervorragender Arzt. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber wenn Sie mich fragen, dann glaube ich einfach, dass er im Moment aufgrund privater Umstände nicht in der Lage ist, die Stelle des leitenden Oberarztes adäquat auszufüllen. Ich frage Sie aber nicht. Ich bin mir sicher, Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Also meine Lieblingsfarbe ist gelb. Welches ist denn deine? Als ich so alt war wie du, da habe ich im Winter immer Schneemänner gebaut. Und du? Ach, Caroline, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Als ich klein war, da sind meine Eltern auch gestorben. Und ich war sehr, sehr traurig darüber. Aber weißt du, wenn du nicht mit mir redest, dann kann ich dir auch nicht helfen. Sie hatte einen Unfall. Ja, Moment, Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Aber Miriam ist schwanger. Moment, habe ich gesagt. Sie kommen schon noch dran. So, das sind jetzt die Unterlagen, die geben Sie bitte Ihrem Hausarzt. Und der weiß dann, was weiter zu tun ist. Vielen Dank für alles. Ich danke Ihnen. Wiederschauen. Alles Gute. So, jetzt bin ich bei Ihnen. Name? Wie? Meine Frau. Miriam Gerber. Sie hatte einen Autounfall. Die Frau wird gerade operiert. Wie schlimm ist das? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin doch kein Arzt. Wie schlimm? Sie hat schwere innere Verletzungen. Und das Baby? Was ist mit unserem Baby? Ihre Frau wird vom Dr. Bernheimer operiert. Das ist ein ausgezeichneter Chirurg. Wir wünschen uns dieses Baby so sehr. Jetzt passen Sie auf. Jetzt schauen Sie erst einmal, dass Sie sich ein bisschen beruhigen. Schauen Sie. Setzen Sie sich dahin und ich schaue einstweilen, dass ich einen Arzt finde, der Ihnen sagt, wie es Ihrer Frau geht. Okay? Hier bist du, Lucky. Ich war schon auf der Intensiv. Die haben mich heute Morgen verlegt. Fett Vicky. Hast du dich verprügelt? Das war der Kerl, dem ich das Zeug versprochen habe. Was? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sag ihm die Wahrheit, dass du das Zeug nicht mehr hast. Das hab ich doch. Ich hab ihm ja auch schon angeboten, ihm das Geld mit Zinsen zurückzugeben. Aber es interessiert ihn einfach nicht. Vicky, ich hab schon für dich gelogen. Die denken alle, ich habe die Medikamente gestohlen. Die Bullen wissen Bescheid, meine Mutter, mein Bruder, Max. Die sind alle stinksauer auf mich. Ich kann dir nicht helfen. Uli hat gesagt, das hier ist erst der Anfang. Ja, dann geh zur Polizei. Mann, du bist doch bescheuert. Mann, Vicky, was ist dir lieber, das nächste Mal eine krasse Verletzung oder Stress mit deinen Eltern? Das verzeihen sie mir nie. Und dann bin ich schuld, wenn sie sich scheiden lassen. Ich glaub's auch selbst nicht. Doch. Ich weiß, dass sie wieder zusammenkommen, wenn ich's jetzt nicht verbock. Ich bin noch der einzige Grund, warum die Scheidung noch nicht durch ist. Blöde Ausrede, damit ich dir helfe. Ich lieg im Bett, mein Bein ist im Arsch. Ich kann dir nicht helfen, verdammt nochmal. Hast ja recht. Mein Fehler. Ich hätte damit nicht zu dir kommen sollen. Zu dir am allerwenigsten. Was willst du denn jetzt machen? Er kann mich ja nicht ewig verprügeln. Vicky, warte. Ich lass mir was einfallen. Echt?
Danke, Luki, du bist der Beste. So ein super Typen mit Sixpack. Du redest jetzt nicht von dem, der vor 2 Wochen nackt vor unserem Kühlschrank stand, der mit diesem kleinen Festen. Sehr schade, dass du den nicht von vorne gesehen hast. Als ob es darauf ankommt. Na, versuch mal mit einem Zahnstocher 1 Liter Sahne zu schlagen. Ich wäre froh, wenn ich wenigstens einen Zahnstocher hätte. Wir nehmen ihn. Okay. Es war ein Scherz. Warum? Also, wir können doch keinen Stripper zu Maries Junggesellenabschied anheuern. Wieso nicht? Also, Mädels, jetzt mal ehrlich, wer weiß, was sich Markus' Freunde für ihn ausgedacht haben. Och, Marie, das sollte eine Überraschung für dich werden. Ja, ich hab das schon verstanden. Ihr seid mich auch gleich wieder los. Aber sag mal, habt ihr den Clown gesehen? Welchen Clown? Mit einem Clown können wir nicht dienen, aber unser Geschenk, das hält dir auf Wunsch die Tür auf. Das hilft dir in den Mantel. Wenn man das tut, dann kann er aussehen, wie er will. Nein, das kann er nicht. Deshalb träumen wir alle von George Clooney. Ich glaube, du träumst im Moment von jemand ganz anderem. Hm? Moment. Läuft da was, von dem ich nichts weiß? Das habe ich dir im Vertrauen erzählt. Hey, Mädels, bin ich nicht mehr im Club, wenn es um sowas geht? Das hat mit uns dreien überhaupt nichts zu tun. Ich will einfach nicht, dass immer alles gleich rumgetratscht wird. Hm. Außer du tratscht rum. Nicht wahr? Außerdem bist du doch sonst nicht so, wenn es um deine Männer geht. Oh. Erstens ist Dr. Jung nicht mein Mann. Und zweitens ist er gar kein Thema mehr, weil er längst abgereist ist. Hm? Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber ich glaube, die Karin hat sich verliebt. In Dr. Jung? Ja, freilich. Ja, wahrscheinlich, weil er nur nicht mehr da ist. So viel steht fest, die hat's erwischt. Das wäre ja mal was ganz Neues. Tupac. Was macht der Blutdruck? Ich versuche, was ich kann, aber lange kann ich ihn nicht stabil halten. Quetschungen sind zu schwer. Ich werde die Milz entfernen. Zange. Wie geht's dem Baby? Werte konstant. Wünschen wir uns und dem Baby, dass das so bleibt. Tupfer. Viererfaden. Spülen. Spülen. Danke. Es ist mir aber vollkommen egal, was Herr Dr. Bernheimer sagt. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sollen beim Herrn Strelle auf der Vieh den Verband wechseln, wechseln Sie doch einfach beim Herrn Strelle auf der Vieh den Verband. Ist das so schwer? Steht auf meiner Liste. Jetzt. Und ich werde es der Madame beliebt. Markus? Was? Sagen Sie mal, worauf warten Sie eigentlich? Was ist denn? So kannst du mit den Kollegen nicht umgehen. Frau Thaler ist Krankenschwester, sie ist nicht meine Kollegin. Sie muss tun, was ich ihr sage. Schluss. Schwester Henriette tut, was sie kann. Dann tut sie eben nicht genug. Komm. Was ist eigentlich los mit dir in letzter Zeit? Ich versuche, meine Arbeit zu machen. Ja, damit du in allen deine schlechte Laune auslässt. Von der Schwester erwarten, dass sie meine Anweisungen ausführt, oder nicht? Aber nicht so. Das ist nicht der Stil der Klinik. Warum tust du mir sowas an? Ich trage die Verantwortung für die Klinik. Herr Gerber? Ja? Ich bin Dr. Wilson. Wie geht's meine Frau? Ihre Frau hat die schwere Operation gut überstanden. Oh. Mutter und Kind sind soweit stabil. Ihre Frau liegt jetzt im Aufwachraum. Kann ich zu ihr? Nein, noch nicht. Dr. Bernheimer, der operierende Chirurg, wird Ihnen dann sagen, wann Ihre Frau auf die Intensiv verlegt wurde. Am besten, Sie warten so lange im Warteraum. Ja? Danke. Heißt das, es wäre verantwortungslos, mich zum leitenden Oberarzt zu machen? Markus, du bist ein hervorragender Arzt, aber für den leitenden Oberarzt... Ich bin in deine Fußstapfen getreten, in die der großen Herzchirurgin. Ich habe mich angestrengt, 2 Abschlüsse gemacht. Ich beweise jeden Tag, was ich kann. Und ich habe Angebote aus anderen Kliniken abgelehnt, weil ich hier sein will, bei dir, an deiner Seite. Störe ich? Nein. Stress? Wie ist die Operation verlaufen? Die nächsten Stunden entscheiden.
Markus verlangt von mir, dass ich ihm die Position des leitenden Oberarztes gebe. Was willst du jetzt von mir hören? Dass du mir als meine beste Freundin deine ehrliche Meinung sagst. Beste Freundin, ne? Sind wir das noch? Ich hoffe. Du weißt, dass ich so handeln musste. Nein, das weiß ich nicht. Genauso wenig wie du weißt, ob du deinen Sohn zum leitenden Oberarzt machen sollst oder nicht. Schlechte Laune? Hey, was ist los? Nix. Sag mal, ist es, weil ich Ärztin bin oder was? Oder warum redet keiner mehr mit mir? Spinnst du? Ja, aber früher hatten wir doch auch keine Geheimnisse voneinander. Das ist wegen Markus. Ihr seid die großen Ärzte und wir sind für euch nur die Hiwis. Ach, das ist doch Unsinn. Dein Zukünftiger sieht es genauso. Henriette. Das nervt mich eben. Du weißt doch, unter was für einem Druck wir Ärzte manchmal alle stehen. Du weißt aber auch, unter welchem Druck wir stehen. Ja, aber du kennst ja doch Markus. Aber. Ist wieder typisch, dass du ihn verteidigen musst. Ich muss Markus nicht verteidigen, nur weil ich ihn heiraten werde. Na, dann ist ja alles gut. Aus. Jetzt bringen Sie Frau Schnabel in den CT. Mhm. Ach, sagen Sie noch meinem Bruder Bescheid, dass ich so in 10, eher 20 Minuten da bin, ne? Okay. Danke. Markus? Ja? Können wir kurz reden? Wenn du sonst keine Patienten zu behandeln hast? Nein, nicht auf dem Weg zu Caroline, aber sag mal, was war denn da mit Henriette los? Oh, das war so klar, dass sie sich bei dir ausheult. Bitte in die Ablage. Ich will doch einfach nur wissen, was passiert. Naja, wirklich. Aber ich sag dir, wenn die mal wieder einen Freund hat, dann ist die auch entspannter. Oh, die Seite habe ich an dir schon als Schwester gehasst. Ja, dann sei halt froh, dass du die Seite gewechselt hast. Ich habe ein bisschen überreagiert. Sag das Ion nicht mir. Nee, das Leben ist kein Ponyhof. Ach komm, jetzt lass mir mein kleines Ego. Dann lass ich dir deine Krisen. Weil du wieder irgendwelche Dellen an deinen Oberschenkel entdeckst, die sonst keiner sieht. Ich habe keine Dellen. Das sag ich doch. Ich liebe dein Lachen. Ja, und es bringt anscheinend sogar einen Eisplatz für dich zum Schmelzen. Was ist los? Kriege ich keinen Kuss? Thomas! Ich habe heute schon ein bisschen früher Schluss. Und da wollte ich meine Frau fragen, ob es mit mir einen Kaffee trinken geht. Boah, nichts lieber ist das, aber ich habe schon eine Verabredung mit einem Bewerber für den leitenden Oberarzt. Ist Markus noch im Rennen? Ich kann es dir nicht sagen. Jetzt macht er die Entscheidung nicht so schwer. Ja, es ist aber auch nicht so leicht. Seiner fachlichen Qualifikation steht ja nichts im Wege, aber wir haben schon x-mal darüber gesprochen, dass er Defizite in der Sozialkompetenz hat. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob er Mitarbeiter führen kann. Aber dann hast du deine Entscheidung doch schon getroffen. Vielen lieben Dank, Herr Gerber, dass Sie mir helfen wollen, auch in dieser Situation. Für den Fall Dr. Bernheimer ist informiert, wo er Sie finden kann. Caroline und ihre Eltern sind verunglückt. Die Eltern dabei leider ums Leben gekommen. Und Caroline hat wie durch ein Wunder überlebt, aber spricht seitdem kein Wort mehr. Wie lange ist es her? 3 Wochen ungefähr. Wollen wir mal? Hallo, Caroline. Schau mal, wen ich dir mitgebracht habe. Das Herr. Wir kennen uns doch schon. Wir sind Freunde. Mhm.
Eustatius Zwickelmann von Zwackhausen. Und du bist bestimmt die kleine Caroline. Schau mal, wen ich hier mitgebracht habe. Du hast recht, Caroline. Mir ist auch nicht zum Lachen zumute. Na? Wie geht's dir? Ganz okay. Was ist los? Wolltest du mich sprechen? Ich brauche deine Hilfe. Wobei? Soll ich dir ein paar Medikamente klauen? Witzig. Nein. Der Typ, für den ich die besorgen sollte, macht Vicky Stress. Was hat denn jetzt bitte Vicky damit zu tun? Sie wollte mir helfen. Also gut. Ich sagte die Wahrheit. Aber du musst mir versprechen, kein Wort zu Mama. Kann ich doch nicht. Es geht um die Klinik. Bitte, Markus, kannst du nicht einfach mal mein großer Bruder sein? Okay. Vicky hat die Medikamente gestohlen. Warum? Sie hat sich Geld von dem Typen geliehen und der wollte dann als Gegenleistung Ketamin. Was will er denn mit Ketamin? Was weiß ich. Ich glaube, der verdickt das Zeug in Clubs. Oh. Also wirklich, ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Wisst ihr denn, was für eine Scheiße ihr euch da reingeritten habt? Du musst dem Typen sagen, dass er Vicky in Ruhe lassen soll. Dafür gibt's die Polizei. Mann, wenn wir die Polizei anschalten, dann kriegt Vicky richtig Stress. Also wirklich, Kleiner, du hast Vorstellungen? Ja, dann sag Vicky, sie soll mich anrufen, wenn sie weiß, wann und wo sie sich mit dem Typen trifft. Schaffen wir es schon, ja? Danke. Entschuldigung. Tut mir leid, ich hätte Caroline gerne zum Lachen gebracht. Ja, ich fürchte, bei allem, was das Kind durchgemacht hat, wird das wohl noch ein langer Weg sein. Aber danke trotzdem. Gern. Herr Gerber, nehme ich an. So viele Clowns haben wir hier nicht in der Klinik, jedenfalls nicht im Kostüm. Dr. Bernhammer, ich habe gerade Ihre Frau operiert. Miriam, wie geht es ihr? Ja, es ist uns gelungen, die inneren Blutungen so weit zu stoppen. Und was ist mit unserem Baby? Naja, es lebt. Gott sei Dank. Darf ich zu ihr? Ja, kurz und vielleicht nicht ganz so heftig wie bei mir gerade, aber sie liegt auf der Intensiv. Sie haben ihn zu unserem Sorgenkind geschickt. Ja, ich hatte gehofft, er bringt sie zum Sprechen. Ja, und? Nee, nichts. Na, immerhin, ein Versuch war es doch wert. Ja. Und Frau Gerber? Ja, Leber- und Milzruptur, schwerer Blutverlust, hoher Blutverlust. In Ihrem Terminus, Frau Kollegin, eher ein Wunder, dass beide noch am Leben sind, solange wir sie nicht noch einmal aufmachen müssen. Das würde das Kind nie überleben. Thank you.
Dr. Jung, schön, dass Sie noch Zeit hatten. Danke, dass wir uns hier treffen können, Frau Professor Lindner. Mein Zug fährt in einer halben Stunde. Danke. Für mich bitte auch. Sind Sie noch interessiert an der Stelle des leitenden Oberarztes? Das kommt jetzt etwas überraschend. Sie haben in den letzten Tagen mehr als einmal bewiesen, dass Sie nicht nur ein guter Arzt sind. Wenn Sie jetzt denken, dass Sie das aus Dankbarkeit tun müssten, weil ich mitgeholfen habe, das Leben Ihres Sohnes zu retten. Wieso sollte ich dankbar sein? Sie haben Ihren Job als Arzt gemacht. Ich habe Ihre Unterlagen geprüft. Sie haben eine beeindruckende Biografie. Sie können über den Tellerrand blicken. Sie wären eine Bereicherung für unsere Klinik. Die können Sie gleich wieder auspacken. Wird sie... werden die beiden es schaffen? Jetzt hoffen wir alle, dass das gut ausgeht. Ich bete Vater unser für ihr, Frau. Du darfst nicht sterben, hörst du? Du darfst mich nicht allein lassen. Ich kann ohne dich nicht leben. Herr Gerber, Sie müssen jetzt stark sein. Ihre Frau spürt es. Glauben Sie mir's. Zeig die T-Shirts schon her. Du wirst ja wohl erwarten können, bis wir zu Hause sind. Das passt jetzt überhaupt nicht, dass wir mit Marie essen gehen. Wir müssen doch noch einen Stripper casten. Wovon träumst du eigentlich nachts? Ja. Von nichts? Hm. Leider. Wollen wir? Mädels, ich bin leider raus. Ich schaff's nicht. Ich wollte noch bei Frau Gerber vorbeischauen. Aber warum? Du hast Feierabend. Ja, aber heute klappt's echt nicht. Tut mir leid. Du und dein Helfersyndrom. Nicht sauer sein. Jetzt lass sie doch. Ciao, Süße, bis morgen. Tschüss. Das lief doch super. Jetzt rufen wir Mr. Sixpack an. Keine Angst, ich bin's. Das sagt sich so leicht. Der Typ ist echt gefährlich. Das ist ja schwerlich zu übersehen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Was hat Lukas Ihnen eigentlich gesagt? Ja, nur, dass der Typ jetzt auf dich losgeht. Stimmt es? Was soll das? Das ist ja witzig. Ich wollte Sie gerade dasselbe fragen. Was ist das für ein Idiot, hä? Bringst du jetzt schon nach Sugar Daddy mit? Na,
Willst du irgendwas ausmachen, wenn wir den Ton ein bisschen ändern? Leck mich. Das ist mein Arm los. Du brichst meinen Arm. Das haben sie jetzt leider, aber gut erkannt. Ich mach dich fertig, Schwester. Ich merk schon. Wenn sie, ich glaube, sie haben überhaupt keine Ahnung, auf wen sie sich hier einlassen. Ich habe schon wieder davon träumen sehen. Und deshalb sage ich es nur ein einziges Mal. Lassen Sie Vicky in Ruhe. Haben Sie das verstanden? Ich hab verstanden. Alles klar. Es wäre ganz toll, wenn ich Sie hier in Zukunft nicht mehr sehen müsste. Geht das? Ja. Schön. Danke. Bedank dich nicht bei mir. Bedank dich bei meinem Bruder. Für dich habe ich es nicht gemacht. Miriam? Hallo? Hallo? Verständigen Sie Dr. Bernhammer. Lassen Sie mich bitte zu Ihrer Frau gehen. 40 Milligramm Acrinor. Ultraschall vorbereiten. Warten Sie bitte draußen. Aber wir müssen hier arbeiten. Ja, was ist? Blutdruck 80-40, weiter fallen. Ich habe ihr Acrinor gegeben. Wie geht's dem Baby? Was sagt der Ultraschall? Flüssigkeit im Bauchraum. OP5 vorbereiten. Schade eigentlich. Entschuldigung, was ist mit dem Baby? Herr Gerber, wir werden tun, was wir können. Und meine Frau? Herr Gerber, versuchen Sie doch bitte einfach, uns weiter zu vertrauen, ja? Herr Gerber. Miriam, das Baby, ich... Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Was macht der Blutdruck? 60-40. Zu wenig. Das reicht nicht für beide. Vier Milligramm Adrenalin. Auf gar keinen Fall. Das Herz des Babys würde kollabieren. Ja, aber die Mutter wird es schaffen. Noch leben beide. Roland, du musst es auch so schaffen, ohne Adrenalin. Zange. Spülen.
Blutdruck? 60-40. Bauchtuch? Freut mich sehr für Sie. Alles Gute. Die Belegsituation etwas entspannt. Wir stehen jetzt bei 82%. Wir können also abschließend davon ausgehen, dass der Verwaltungsrat bis auf Weiteres beruhigt sein wird. Wir sind zwar immer noch nicht vollzählig, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen. Wie Sie sich alle denken können, geht es um die Besetzung der vakanten Stelle des leitenden Oberarztes. Nach reichlicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen. Ah, guter Auftritt, Herr Kollege. Trotzdem würde ich Sie bitten, in Zukunft Ihren Dienst pünktlicher anzutreten. Darf ich vorstellen? Dr. Stefan Jung, der neue leitende Oberarzt der Seeklinik. Gratuliere. Danke. Ich werde sicherlich nicht mein Amt missbrauchen, damit du ungeschoren aus der Nummer rauskommst. Das war keine Mutprobe. Mesov hier von Sonnenberg 71.1. Wir kommen in circa 20 Minuten rein. Wer sind Sie? Ich bin Sabine. Eine Patientenverfügung. Sind Sie sich vollkommen im Klaren darüber, was das bedeutet? Es tut mir leid, es wird keine OP geben. Frau Hanninger, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und möglicherweise ist genau das der Grund dafür, dass Frau Professor Lindner mischt. Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Lass mich! Der Krieg hat gerade erst angefangen.